Was denn? Guter Gott, nimm Erika bei dir auf. Was sagen? Erika. Nun, ihr manchmal kaltes Äußeres war ihre nächste Mutter. Okay. Aber war sie es nicht, viele. Die Camille, den Sohn ihr... So. Ja, wir wollten ja hier zur Gilde ja noch. Gilde wollen. Dann noch die Gildendings abschließen. So. Machen wir mal die Speise. Die Fahrkarten bitte. Fahrkarten gefällig. Weiß noch Barry aus Ghostbusters. Die Fahrkarten gefällig. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so richtig gute Laune. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... So. Wo dran, dass ich die Spaß an mich habe. Okay, das Meister, hier. Du bist zurück. Irgendwas gefunden? Oh, Briefe. Hab sie einem Infizierten abgenommen, der eine Kurieruniform anhatte. Heilige Scheiße, Mike! Klar, ist echt gefährlich da draußen, aber... Scheiße, noch eins! Es kommt noch schlimmer. Die Infizierten haben ihn gar nicht umgebracht. Er wurde mit dem Messer abgestochen und dann zum Verwandeln liegen gelassen. Mit Absicht. Also wurde er überfallen. Das kommt vor. Man respektiert uns zwar, aber Überfälle kommen vor wegen der Informationen, die wir weitergeben. Es gibt immer Leute, die das Netzwerk zerstören wollen. Das war kein Raubüberfall. Er hatte seine Zustellung noch bei sich. Die hatten es auf ihn abgesehen. Mike hatte keine Feinde. Tja, wenn man bedenkt, wie viele hier in letzter Zeit verschwunden sind, war es wohl nicht Mike, der Feinde hat. Du meinst, jemand hat es auf die Gilde abgesehen? So viel Mumm hat keiner. Und wenn doch? Was dann? Wenn die Gilde unterginge, dann auch das Netzwerk. Chaos würde herrschen. Dann sollten wir besser aufeinander aufpassen. Ja. Hey. Hier, Chef, ein bisschen Reis. Gibt Reis. Ich mir eine Portion Reis. Hey, Professor. Irgendwelche neuen Zustellungen für mich? Allerdings. Hier. Und? Gibt's wieder eine Geschichtsstunde? Vielleicht ein andermal. So wie die Dinge hier gerade stehen, muss ich mich aufs Hier und Jetzt konzentrieren. Na klar, verstehe ich. Gut, dann vielleicht später. Okay, ich tippe immer noch drauf, dass dieser... der uns so blöd angegangen ist, dass der mit dem Mord an den Mike stecken tut. Irgendwie sagt mir das Gefühl, dass wir sehen, ob wir dahinter kommen. Wirklich ist. Hier. Dass wir auch mal hier U-Bahn-Station freischalten.
Hier eine U-Bahn-Station. Hier. U-Bahn-Station. Ruhe. Ja, am Tag, okay, das ist klar. Abschluss. Künstlerwerkstatt. Ich glaube, bevor wir weiter hier den Kurier-Gilde machen, erobern wir erstmal hier Link, damit wir schneller vorankommen. Entschuldigung, sonst mehr. Nee, danke. Ich muss schon Blätter kommen. Klappgeräusch schon wieder. Das sieht aus, wenn da jemand sich am Schreibtisch bücken tut. Bück dich, ich mach dich glücklich. Etwas eilig. U-Bahn-Tunnel. Eischalt. U-Bahn-Tunnel. Da unten. Da war. Haben wir jetzt. Eins. 363 und 365. Okay. Vielleicht erfüllen wir doch erstmal das hier, oder? Der Knick, 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 Knick. Knick, Knickidi, Knack. Könnten wir natürlich auch achten. Die Nacht einläuten. Wir laufen nicht hier über den Weg. Aber gut, solange wir sie nicht ansprechen, dürfte das ja nicht passieren. Diese Lautsprecher geben mir das Gefühl, in einer Kaserne zu leben. Und vor allem wird der Schlachter auch davon hören. Der Schlachter. Der Schlachter? Echter Schlachter. Er liebt den Schlachter. Yeah, yeah. Okay. Aber gut, hier, wir auch sowieso auch hier hin. Abschub. Gleitschirm. Ein Militärdinger. Taschenlampe. Können wir auf jeden Fall. Enterhaken.
Objekten der Umgebung anbringen und schwingen. Machen wir mal. Dietrich. Mittelschwere Schlösser. Jetzt mittelschwere Schlösser. Verstärkung. Haltbarkeit. Ich denke, wir können noch etwas warten, bis alles fertig ist. Macht ihre Waffe schwerer und erhöht ihren Schaden. Anuf, Gift, Gift. Hochspann. Er geht hier nicht. Achtung. Blutung, okay. Furcht, Gift. Erdrutsch. Wieder raus. Infizierte Klinge. Rosend. Selbstgebaute Granaten. Wenn wir jetzt ja diese komische Finger bauen. Nein, können wir immer noch nicht bauen. Haben erst 69 von den Dingen. Ach, okay. Bessere Dietrich auch. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Hier gibt's Qualitätsschnapsdrossel. Was? Gibt's Qualitätsschnapsdrossel? Thank you.
Ja, da. Ja, interessant. Heizungshammer. Schmerzhafte Axt. Nicht eine Axt immer schmerzhaft? Was, wenn man sie abkriegt? Sag's allen deinen Freunden. Ja, ja, werde ich machen. Ich sehe das nächste. Ja. So, das ist ihr Zimmer. Bald. Wartet sie. Was auf dich aufhört. Nicht übernachten. Okay. Also hier könnten wir irgendwie übernachten. Hey, du bist es. Ja, ich bin das. Jetzt. Ach, bin das. Na gut, dann verteilen wir erstmal die Sachen. Dann machen wir das mit dem Dings. Au! Hey, Dark Neo, Reno. Willkommen, wie geht's dir? Schön, dass du vorbeischaust. Alles klar? Jo, mir geht es super. Trotz der Schmerzen im Arm wegen der Boosterung, aber das ist das Einzige, was das ist, aber kein Ding. Sonst würde ich auch gar nicht spielen. Sonst ist alles gut. Sonst ist alles bestens. Banditen da oben, oder? Können wir nicht so ein Bienennest auf an die Rübe werfen? Wird bestimmt lustig. Ey. Leute, au! Ja, Pirat oder was? Achso, du bist ein Bandit. Verreckt! Na los, ja, verreckt. Du lebst nicht mehr lange. Go. Du wirst. Du Lama! Wer ist hier wohl der Lama, hä? Lahmarsch. Hat selber nichts auf dem Kasten. Volle Nudelvase. Ja, wer hat sich denn da aus dem dunklen Keller gewagt, ne? Nein.
Hi. Und wie ist das Wetter bei dir so? Ist das auch so stürmisch? Ja, wird bei uns gerade sehr, sehr windig. Soll die Nacht ja noch schlimmer werden. Da sollen wir den Brief hinbringen. Ich habe beinahe vorbeigelaufen. Was konnte nicht zugestellt werden, weil ich vorbeigelaufen bin. Paket für Sie. Vielen Dank, Heiliger. Er hat ihn tatsächlich gefunden. Wen gefunden? Den Ring meiner Verlobten. Er war verloren gegangen. Verloren? Ich habe sie verloren. Sie hörte ihn an, als der Strom ausfiel. Als es wieder Sturm gab, hatte sie sich schon verwandelt und war in die Dunkelheit geflohen. Das ist ja furchtbar. Er war noch immer an ihrer untoten Leiche dran. Es hat mich zerrissen, zu wissen, dass dieses Ding den Ring trug, den ich ihr geschenkt hatte. Es war so widerwärtig. Aber ich konnte nichts tun. Ich konnte ihr nicht begegnen. Nicht so. Und wer hat dann den Ring wieder beschafft? Dinesh. Er hat versprochen, sie aufzuspüren und ihn für mich zu holen. Er hat Wort gehalten. Dinesh wäre mein Trauzeuge gewesen. Er ist mein bester Freund. Hört sich so an. Hoffentlich können Sie diese Vergangenheit jetzt hinter... Oh nein. Nein, nein. Nein, nein. Was? Hier ist noch ein Zettel von Dineshs Schwester. Sie schreibt, Dinesh war zu lange da draußen. Er begann sich schon zu verwandeln, als er zurückkam. Sie mussten ihn umbringen, aber sie haben den Ring in seiner geballten Faust gefunden. Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach toll. Hat sein Leben geopfert, um ihn seinen Ring seiner geliebten Frau zu bringen. Oder meiner Frau. Tragisch, echt. Darüber. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Du, 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 du. Freundlicher Typ. Der Zombie-Schafe liegen. Aber. Keine Zeit für heute. Ich muss Post austeilen. Das muss. Paket für Sie. Ferris, komm schnell, der Storch ist da! Der Storch ist da! Das ist kein Storch, Liebling. Das ist der Kurier. Quatsch! Ich erkenne doch einen Storch, wenn ich einen sehe.
Und er hat unser wunderschönes Baby gebracht. Unseren wundervollen Sohn. Richtig, Liebling. Er ist wunderschön. Schau nur, er gähnt. Ich wette, er ist müde von der Reise. Du solltest ihn ins Bett bringen. Oh, aber ich will ihn wiegen und knullen. Schau, Ferris, diese kleinen Apfelbäckchen. Oh, ich könnte ihn fressen. Ja, Mami könnte ihren kleinen Jungen einfach auffressen. Yum, 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 yum. Schatz? Oh. Ja, ja, du hast ja recht. Ich lege ihn ins Bett. Sind Sie noch da? Sagen Sie mir nicht, dass ich gerade ein echtes Baby zugestellt habe. Nein, keine Sorge. Es ist nur eine Puppe. Oh, Ferris! Seine Augen! Er hat deine Augen! Ich hab's dir doch gesagt, Liebling. Was soll das hier? Schauen Sie. Meine Frau hat kürzlich unseren echten Sohn bei der Geburt verloren. Seitdem ist sie nicht mehr dieselbe. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Aber ihr ist das noch nicht richtig klar geworden. Deshalb hat jemand empfohlen, ihr eine Puppe zu besorgen, um die sie sich kümmern kann. Klingt vielleicht verrückt, aber wir hoffen, dadurch wird sie wieder gesund. Dein Sohn hat gerade AA gemacht, Ferris. Er hat so süßes AA. Wie wunderbar. Hören Sie, wir brauchen einfach ein bisschen Privatsphäre. Also behalten Sie das hier bitte für sich. Hier ist ein kleiner Bonus. Das kann ich nicht annehmen. Es wäre ohnehin ein Bruch meines Kuriereids, wenn ich etwas davon erzählen würde. Ich weiß, aber sie braucht die Puppe, um sich besser zu fühlen. Und für mich ist das sehr wichtig. Also nehmen Sie es einfach. Na gut. Danke. Du bist also Driscolls neuer Goldjunge. Und wer bist du? Jemand, der dich beobachtet. Das höre ich oft. Schön anzusehen bist du nicht gerade, Klugscheißer. Lass mich raten. Du bist Derek. Wie er leibt und lebt, du Verlierer. Kuriere waren früher mal Helden. Dieses Abzeichen hat mal was bedeutet. Für mich hört sich das an, als ob dein Verhalten als Kurier nicht gerade heldenhaft war. Schön, ich habe ein paar Fehler gemacht. Aber ich habe an das geglaubt, was wir tun. Anders als du, scheiß Pilger. Ich weiß, was du willst. Du willst dir Informationen verschaffen und dann abhauen. So hat es vielleicht angefangen, aber jetzt ist das anders. Schwachsinn. Ich werde denen zeigen, was ein echter Kurier ist. Ich erteile allen eine Lektion. Du dagegen? Du bist ein Angeber. Irgendwann baust du Scheiße. Und dann bin ich da, Pilger. Okay. Damit hätten wir ja wohl den Beweis, dass er dahinter steckt, dass er den anderen da erstochen hat. Ja, schön, der hat den lustigen Moment jetzt kaputt gemacht, der Arsch. Ich konnte echt das Lachen mir nicht verkneifen in der Sequenz. Ja, Hilfe. Oh, Gottes Willen. Als ob die Welt nicht schon total bescheuert ist, aber, naja gut, auf der einen Seite kann ich dir verstehen. Ich meine, wenn man das nicht akzeptieren will, dass man ihr eigenes Kind verloren hat, okay. Trotzdem ist das irgendwie ein bisschen gaga. Naja gut, ich meine, es gibt im echten Leben wirklich Leute, die wirklich psychisch damit nicht recht kommen, ne? Eigentlich ist das ja auch gar nicht lachen, zu lachen, ne? Aber hier bei dem Spiel konnte ich mir nicht. Also im echten Leben würde ich darüber garantiert nicht lachen. Es gibt genügend Sachen, wo man nicht von Leute lustig machen sollte. Ich bin Manfred. Du hast ja keine Ahnung, was für ein Glück es ist, dass du vorbeikommst, Pilger. Ich werde es herausfinden. Ich habe Kontakt zu einem von Chinas Satelliten hergestellt, der immer noch im Orbit ist. Ha, ja, ich kenne diesen Blick. Du bist auch aufgeregt. Ja. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Wow. Wie hast du das gemacht? Ich habe ein Gerät gebaut, das die Reichweite des Empfängers des Funkturms verstärkt, damit er Signale empfangen kann, die von den Satelliten ausgesendet werden. Ich konnte eine Nachricht senden und jemand hat darauf geantwortet. Ich meine, die Antwort war zwar unterbrochen und ich habe natürlich nichts verstanden, aber begreifst du, was das bedeutet? Es gibt noch andere mit Strom, Technologie. Sie können uns helfen.
oder wir können Ihnen helfen. Es ist nur, ich hatte gerade eine Antwort auf die letzte Nachricht vorbereitet, als mich Infizierte angriffen. Begib dich nach Süden zur Lower Dam Promenade. Dort findest du zwei Gebäude, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind. Du musst das Dach des südlichen Gebäudes räumen. Dort steht ein Funkturm. Bitte, ich arbeite jetzt schon seit Jahren daran. Verstanden. Ich denke drüber nach. Danke. Sobald du alle erledigt hast, funk mich an. Dann komme ich nach. Okay. Naja, solange du dich AA machen musst. Entschuldigt, das schwirrt mir immer noch im Kopf rum. Ich weiß, das ist total bescheuert. Okay. Ja. Gut. Entschuldigt. Ich kann mir das Lachen gerade helfen. Ruhig. So, wir machen jetzt wieder was mit hier weiter. Jemand muss mich verdammt noch...